Wenn wir zum Lösen eines linearen Gleichungssystems das Eliminationsverfahren wählen wollen, dann braucht man dafür Auge. So, und das ist etwas, was das Eliminationsverfahren für viele Leute, die ich in der Nachhilfe kennengelernt habe, immer schon disqualifiziert hat. Weil dafür braucht man irgendwie Übung, dafür muss man das wollen. So, und in diesem Fall gehe ich jetzt also davon aus, dass man das will. Und hierbei geht es jetzt eigentlich darum, einzelne Variablen zu eliminieren. Und dieses Eliminationsverfahren mündet dann hinterher in das Gaußsche Verfahren zum Lösen von linearen Gleichungssystemen. Und da ist es so, dass man die Variablen erstmal weglässt, damit es übersichtlicher wird. Das werde ich aber in diesem Fall nochmal weglassen und das andere dann hinterher ranhängen. So, unser erstes Ziel ist es, diese drei Terme hier zu eliminieren. Denn dann haben wir es, wenn die weg wären, würde hier stehen minus 2z gleich minus 10. Da könnte man ganz schnell z ausrechnen. Wenn man z ausgerechnet hätte und das hier einsetzt, dann könnte man ganz leicht y berechnen. Wenn man y und z dann hier einsetzt, dann hat man x, y und z eindeutig bestimmt. So, wie kriege ich jetzt also diese drei dort weg? Und zwar ist es immer so, die erste Gleichung bei diesem Eliminationsverfahren bleibt immer zementiert, die bleibt immer gleich. Und in diesem Fall können wir jetzt uns, wir können ja mit Additions- oder Subtraktionsverfahren, ist das gleiche wie Eliminationsverfahren. Wir werden jetzt diese Gleichung hier mal 3 rechnen und dann rechnen wir 2 minus 1. Also die zweite Gleichung, davon ziehen wir die erste ab. Und dann schreibt man immer die erste Gleichung wieder hin. So, damit ich jetzt hier nicht übelst viel schreiben muss, habe ich mir vorgenommen, das mit Wischtechnik zu machen. Das kann man natürlich nicht wirklich in dem, im Heft, aber ich werde auch hier nochmal dann, wenn ich das vergesse, weist mich mal darauf hin, wenn ich das PDF nochmal unter, also meinen Lösungs-PDF quasi unter den Beitrag hier posten. So, das würde bedeuten, mal 3 wären 3x und dann hätten wir hier 2 minus 1 wären 3x minus 3x, dann würde dieser Teil hier tatsächlich wegfallen. Minus y mal 3 sind minus 3y und zweite Gleichung, also 2y müssen wir dann rechnen, im Kopf können wir machen, minus minus 3y oder halt plus 3y. Dann steht hier 5y. So funktioniert das Eliminationsverfahren. Wir rechnen hier sind 6z, also z minus 6z sind dann minus 5z. Und hier haben wir 10 minus 3 mal 5 ist minus 5. So. Dann haben wir den ersten Teil schon mal erfüllt. Um diesen Teil hier wegzukriegen, also das erste Rechteck hier in der dritten Gleichung, müssen wir wieder das gleiche, müssen wir wieder die erste Gleichung zu Rate ziehen. Wir rechnen die erste mal 2 und dann rechnen wir 3 minus 1. Oder wir können auch 3 minus 2 mal 1 hinschreiben. Das wollen wir jetzt mal eine andere Schreibweise hinmachen. Wir rechnen hier jetzt also 3 minus 2 mal 1. Warum eigentlich 2? Weil wir dieses hier wegkriegen wollen, müssen wir also den Koeffizienten von diesem x hier anpassen. Ja? Und dann entweder steht hier minus 2 und da plus 2, dann rechnen wir natürlich in dem Teil hier plus. Oder aber wir haben hier plus 2 und da plus 2, so wie das jetzt in diesem Fall gleich passieren wird, und dann rechnen wir halt minus. So, x oder 2x minus 2 mal x ergibt hier tatsächlich in dieser Gleichung 0. So, das ist das, was wir haben wollten. Dann haben wir aber die anderen auch noch zu rechnen. 3 minus 3y minus 2 mal minus y ergibt. Wenn man das jetzt nicht im Kopf rechnen kann oder sich verwirrt fühlt, dann schreibt man einfach hin, minus 3y minus 2 mal minus y. So, da kann man das Nebenrechnung hinschreiben. Dann steht hier insgesamt minus 3y plus 2y sind dann minus y. So, das heißt, hier steht dann minus y. So, hier nochmal minus 2 minus 2 mal 2. Minus 2 minus 2 mal 2. Das hier sind 4. 2 minus 2 minus 4 ist minus 6. Minus 6. Minus 10 minus 2 mal 5 ist minus 20. So, jetzt wollen wir noch dieses y wegkriegen und da ist jetzt nochmal wieder so ein Knackpunkt.
Der Rest müsste dann eigentlich schon mit der ersten Erklärung geklärt sein. Wir wollen jetzt dieses Y wegkriegen, dieses hier. Ich umrande es nochmal. So. Und das können wir jetzt nicht mit der ersten Gleichung machen. Die erste Gleichung setzen wir zweimal ein und danach rechnen wir mit Y, mit der zweiten und mit der dritten Gleichung. Weil, wenn wir die erste Gleichung nehmen würden, würden wir hier das x mit dem nix hier vor verrechnen und das würde uns das Genick brechen. Dann würden wir uns im Kreise drehen. So, hier rechnen wir jetzt tatsächlich 3, machen wir hier ruhig so einen Strich, 3 plus 5 mal 3. Assi, pass auf. 5 mal die dritte Gleichung plus die zweite Gleichung. Assi nur deshalb, weil es ansonsten euch verwirren könnte oder dich verwirren könnte. Wir rechnen hier minus y mal 5 sind minus 5y und rechnen hier plus 5y, dann fällt das hier tatsächlich weg. Denn auch hier gilt, die obere Gleichung, die wir abziehen, die verändert sich nicht. So, minus 6 mal 5 ist minus 30, minus 5z sind minus 35z. Und hier unten, ohne lange Erklärung, kommt minus 105 raus. So, und wenn man sich das jetzt anguckt, dann können wir das hier durch minus 35 teilen. Dann steht da, z ist gleich 3. Wenn wir die 3 hier einsetzen für z, 5 mal 3, und dann diese 15, minus 15 hier rüberholen, steht da 5y gleich 10. Ich empfehle bei diesem Video ganz besonders mal auf Pause zu drücken und das nebenbei mitzurechnen, weil ansonsten sieht man hier nämlich nicht viel. Durch 5 ergibt y gleich 2. Und jetzt setzen wir y und z hier oben ein. Dann steht da minus x minus 2 plus 2 mal 3 gleich 5. Das Malzeichen nicht vergessen hier. Und dabei kommt raus x gleich 1. Und damit haben wir auch hier das lineare Gleichungssystem gelöst.